Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Ranking-Video. Ein Ranking-Video, was wirklich schräg ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es geht heute mal um die 7 schrägsten Freizeitparks. Was hat er sich dabei gedacht? Mit schräger Freizeitpark meine ich nicht, der ist total abgefahren, skurril, abgedreht. Nein, das meine ich nicht. Mit schräg meine ich schräg. Das heißt, du musst gewisse Höhenunterschiede überwinden. Es gibt viele Freizeitparks, die absolut ebenerdig sind. Das wundert mich, weil manche Parks auch in Regionen liegen, die eigentlich ja eher so mit Hügellandschaft versehen sind. Zum Beispiel Tripsdrill, der ist ja auch ebenerdig, liegt aber mitten in den Weinbergen. Und dann gibt es aber Parks, wo du doch ganz schön am Kraxeln bist. Und ich habe dieses Video schon länger in Planung, habe gedacht, das interessiert doch niemanden. Lass das bleiben, das ist doch kompletter Quatsch. So, dann ist es aber immer so, dass sich ein Gedanke manchmal hier einbrennt und du dich immer wieder dabei erwischt, wie du drüber nachdenkst und so nach und nach dein Ranking erstellst. Wie gesagt, mehr als 7 sind es nicht geworden, aber ja, 7 sind es eben geworden. Warum ich es jetzt raushaue, hat 2 Gründe. Erstens, ob ihr das gut findet oder nicht, kriege ich ja nur raus, indem ich es euch einfach mal präsentiere. Dann könnt ihr mir später in die Kommentare schreiben, ob das totaler Mist ist oder ob das eigentlich ganz unterhaltsam zumindest ist. Und der zweite Grund, weshalb ich das Video raushaue, ist, mir fiel ein, es gibt ja auch einige Rollstuhlfahrer unter Parkbesuchern. Die dürfte das vielleicht mal interessieren, wo es einfach ist zu fahren und wo es schwierig ist. Und es gibt auch viele Familien mit kleinen Kindern, die halt mit dem Kinderwagen kommen. Eventuell haben sie sogar Zwillinge, Drillinge oder einfach nur mehrere kleine Kinder. Da kann es schon beschwerlich sein, wenn man da so einen riesen Kinderwagen hat, den ständig bergauf, bergab zu schieben. Das ist schon richtig beschwerlich und für den einen oder anderen vielleicht nichts oder er hat einfach keinen Bock drauf. Genug der Vorreden. Wir starten mal das Ranking-Video. Ich wünsche wie immer viel Spaß. Los geht's logischerweise mit Platz Nummer 7 und da haben wir schon die erste Ausnahme, denn Schrägen hat dieser Park eigentlich nicht. Stattdessen arbeitet er aber viel mit unterschiedlichen Ebenen und dementsprechend hast du wahnsinnig viele Treppen, die es zu überwinden gilt. Die Rede ist vom Phantasialand. Ja, ein Freizeitpark, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten, mega genial. Einer der besten, wenn nicht sogar der beste Freizeitpark in Deutschland. Klar, die Meinungen gehen da immer ein bisschen auseinander, aber wer diesen Park nicht gut findet, dem ist nicht mehr zu helfen. Ja, ich akzeptiere gerne andere Meinungen, aber was das Phantasialand angeht, kann ich euch nur sagen, euch ist nicht mehr zu helfen, wenn ihr da irgendwas noch am Meckern seid. Ja, vorne im Park ist es ja alles noch ebenerdig. Du startest beim nostalgischen Karussell, sag ich mal, gehst dann Richtung Kettenkarussell, was ja relativ zentral im Park liegt. Kannst zwischendurch nochmal links durch den Gebäudekomplex abbiegen, einmal Richtung Rookburg, aber einmal auch in den Themenbereich, ja, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Gut, ist egal. Die ganzen Leute, die das Phantasialand kennen, wissen schon, was ich meine. Bis zum Kettenkarussell ist absolut ebenerdig. Wenn du dann aber dich hinten bei Taron befindest, Taron ist ja so gebaut, du guckst ja in so eine Grube hinein. Und um da hinzukommen, zur Queue, geht es ja schon ein paar Treppen abwärts. So ganz rechts im Park befindet sich ja das Hotel Matamba und davor die Black Mamba. Das reimt sich sogar. Und selbst da ist es ja so, vom Hotel aus gehst du ja die Treppe hoch durch den Looping der Black Mamba, kannst auch da wieder so von oben in das Fahrgeschäft reingucken oder zumindest, ne, nicht von ganz oben, aber so oft auf einem halben Niveau, sage ich mal. Ja, und dann gehst du ja weiter, Treppe hoch, Treppe runter, dann kommst du ja zum Talokan irgendwo da auch. Auch da kannst du entweder von oben auf den Talokan raufgucken oder du kannst dich auch eine Ebene tiefer stellen, dann guckst du relativ frontal auf das Fahrgeschäft. Ja, und so geht es dann weiter. Chiapas, da hast du auch einige Höhen und Treppen und hast du nicht gesehen. Und es ist genial. Also für Leute, die jetzt flotten Fußes sind, ist das einfach nur klasse. Das ist ja auch toll zu filmen und so weiter. Macht einen Riesenspaß. Du bist ja im Phantasialand. Aufgrund dessen, aber natürlich auch aufgrund der tollen Thematisierung und vieler anderer Tatsachen. Du bist ja wirklich innerhalb von Minuten aus dem Alltag rausgehoben. Du bist in einer eigenen Welt. Das Phantasialand schafft das wie kein anderer Freizeitpark. Dich wirklich so komplett zu entführen in eine Fantasiewelt. Mega genial. Das war ja schon früher so, aber mittlerweile ist das ja echt zur Perfektion getrieben. So, also, übers Phantasialand haben wir jetzt genug gesprochen. Schrägen gibt es nicht, aber viele Treppen. Und deshalb habe ich ihn jetzt mal ausnahmsweise reingenommen auf Platz 7. Auf Platz 6 ist gelandet der Heidepark.
oder das Heidepark Resort Soltau, um es korrekt auszusprechen. Der ist zwar eigentlich auch ganz ebenerdig, aber es ist ja ein Ranking, wir wollen uns ja steigern. Hinten haben wir allerdings eine Schräge, ganz hinten im Park. Also das heißt, die Älteren unter euch kennen ja den Heidepark noch in der Art und Weise, dass hinten bei Big Loop Schluss war. Dahinter war nichts, da war ja Brachland, keine Ahnung. Also Thematisierung, das Wort kannte man noch gar nicht, wenn es um Freizeitparks ging. Ne? Da war man einfach nur von der bloßen Tatsache, dass so etwas überhaupt möglich ist, beeindruckt. Mittlerweile geht es ja weiter. Ne? Über eine Brücke, die halt so knapp vorm Stationsbereich von Big Loop langführt, geht es ja weiter zum Flug der Dämonen, hinten weiter zu Scream und dann zur Schweizer Bobbahn. Ja, und da geht es halt ordentlich bergauf. Und dann nach der Schweizer Bobbahn Richtung, Richtung Toxic Garden geht es dann ja auch wieder bergab. Also der hintere Parkbereich ist dann doch relativ schräg. Ja, und dann auch vom Toxic Garden Richtung Kolossos gehst du ja auch nochmal über so eine lange Brücke, wo du halt gewisse Höhenunterschiede hast. Deshalb auf Platz 6. Für Platz Nummer 5 verlassen wir mal ganz kurz die deutschen Landen, aber nur ganz kurz, denn der Park befindet sich knapp hinter der deutsch-holländischen Grenze. Die Rede ist vom Aventurenpark Hellendoorn. Toller, mittelgroßer Freizeitpark, den es bereits seit 1936 gibt. Der hat mal als Teestube angefangen und der Besitzer dieser Teestube war so affin, was damals an Spielgeräten verfügbar war, war ja noch eine ganz andere Zeit. Hat Spielplätze hingebaut, dann hat er auch ein Heckenlabyrinth hingebaut. Ja, und so ging das weiter und weiter und weiter. Mittlerweile gehört der Park einer Gruppe an, nämlich der Looping Group. Die ist nicht ganz so bekannt, also nach der Merlin Entertainment Group und Parques Reunidos und Plopsa Group und so weiter, gibt es dann halt als viertes noch die Looping Group. So unter den bekannten Gruppen, sage ich mal. Gibt natürlich noch mehr. Wo wir das letzte Mal in Hellendoorn waren, gab es die drei Achterbahnen Riolrad, Donnersteden und Tornado. Ja. Und Tornado ist auch der Punkt, wo es dann nach unten geht auf einmal. Da wird der Park relativ abschüssig. Du kommst dann hinten zu diesem Drakennest, glaube ich. Das ist dieser Zamperla Disco Surfer. Mega Disco heißt der, glaube ich. Ist auch nicht so wichtig. Ihr wisst, was ich meine. Ich blende es euch mal ein. Und danach, wenn du weitergehst, kommst du zum Splash-Bereich der Wildwasserbahn, die echt cool ist. Wildwasserbahn mit Doppelladestation übrigens. Siehst du ja in einem Park dieser Größe auch nicht alle Tage. Ja, und von da an geht es dann wieder mächtig bergauf. Das ist ein unglaublich fotogenes Areal, denn direkt über der Schussfahrt der Wildwasserbahn ist dann noch die Schiene der Einschienenhochbahn, der Monorail. Und ja, aufgrund dieser extremen Hanglage fährt die Hochbahn da auch richtig hoch. Normalerweise fährt die ja, keine Ahnung, in 3-4 Metern Höhe. Oh. Das ist aber mal locker das Doppelte, was du dich da in dem Fahrgeschäft befindest. Und wie gesagt, das sieht auch echt genial aus. Zumindest diese Aufnahmen, die du da machen kannst. Super. Die Fahrt mit der Einschienenhochbahn in Hellendoorn sowieso mega empfehlenswert. Du fährst zusätzlich noch durch ein schönes Waldgebiet. Du fährst ganz dicht am Tornado lang und hast manchmal Glück, dass auch gerade ein Zug von dieser Achterbahn kommt. Sehr abwechslungsreicher, idyllischer Park. Der hat ja auch eine der geilsten Raftingbahnen. Ja, Sungai Kalimantan. Ein Beer Rides, Rafting. Noch ein bisschen mühseliger wird es in einem Freizeitpark, den ich persönlich noch gar nicht kenne. Aber in Vorbereitung auf das Video habe ich mir natürlich alle Parks, die ich eben noch nicht kenne, mal auf YouTube angeguckt von anderen Vloggern, um halt eben herauszufinden, welche Parks sind denn noch sehr schräg angesiedelt. So die üblichen Verdächtigen, ich hatte zum Beispiel, nur mal so als Beispiel, halt Bayernpark, dachte ich auch, naja, Bayernpark ist bestimmt hügelig. Nö. Relativ ebenerdig. Traumland auf der Bärenhöhle, dachte ich auch, ist hügelig. Ist er auch nicht. Aber ein Park, der hügelig ist, und zwar permanent geht es da hoch und runter, das ist der Freizeitpark Ruhpolding. Der Freizeitpark Ruhpolding liegt extrem südlich innerhalb von Deutschland. Also südlicher geht schon gar nicht mehr. Denn wenn du nochmal eine Gemeinde südlicher hüpfst, dann bist du bereits im Salzburger Land. Und das ist Österreich. Ja, und innerhalb von Ruhpolding, das ist also sowohl der Hauptort als auch die ganze Gemeinde in Bayern heißt Ruhpolding, innerhalb dieser Gemeinde hast du einen Höhenunterschied von über 1300 Meter. Also ist ja schon vorprogrammiert, dass da auch ein Freizeitpark mit einer gewissen Fläche nicht wirklich ebenerdig verlaufen kann. Und ich erlaube es mir mal, ein bisschen Fremdmaterial einzublenden, aber nur um euch das zu verdeutlichen. Ihr seht schon, hier geht es wirklich ständig irgendwo rauf und runter. Das hat natürlich echt ein gewisses Flair.
Und der Freizeitpark Ruhpolding ist auch so ein Park, den ich schon lange, lange im Auge habe. Ihr wisst ja, ich brauche es ja nicht immer so mega groß. Ich finde es ja auch immer interessant, was so die kleinen bis mittelgroßen Parks manchmal anbieten, beziehungsweise was die doch für tolle Ideen haben, um mit dem wenigen, was die haben, dann doch so ein Alleinstellungsmerkmal zu erreichen. Ganz toll. Freizeitpark Ruhpolding interessiert mich persönlich wirklich sehr. Und ich hoffe, ich komme da mal irgendwann hin. Es ist allerdings wirklich schon ein ganz schöner Ritt bis dahin. Da ist der Europapark ja quasi noch ein Katzensprung. Ruhpolding ist nochmal Tacken weiter weg. Auf Platz 3 ist ein Park, der ganz im Gegenteil nicht weit weg ist von mir, sondern ziemlich nah. Innerhalb von 25 Minuten bin ich da. Das ist quasi der Freizeitpark, der meinem Wohnort am nächsten liegt, aber leider keine Fahrgeschäfte hat. Dennoch ein unglaublich bekannter und beliebter Freizeitpark ist, nämlich der Familienpark Sottrum. Obacht, es gibt auch bei Bremen ein Sottrum, das meine ich nicht. Da hat mich meine Kommentatorin drauf aufmerksam gemacht, die nämlich aufgrund meiner Vlogs dann diesen Park mal bei sich in der Nähe Bremer Region gesucht hat und nicht fündig wurde. Ja, und dann haben wir natürlich schnell festgestellt, nee, ich meine das Sottrum bei Hildesheim, da ist er nämlich. Es war früher mal der Eulenspiegelpark Sottrum. Ein mittelgroßer Freizeitpark mit damals Europas größter Wildwasserbahn. Ich habe das schon oft erzählt, aber der Vollständigkeit halber muss ich es ja hier wieder tun. Es gibt ja Zuschauer, die nicht alle meine Videos gucken oder kennen oder kennen möchten. Damals Europas größte Wildwasserbahn. Wann war das? Anfang der 80er bis Mitte der 80er. Ich meine 85 oder 86 war dann Schluss, der Park war pleite. Viele Fahrgeschäfte wurden in den Heidepark verkauft und fahren auch heute noch. Die damals berühmte Wildwasserbahn 2 mit ihrer 14 Meter Abfahrtshöhe, die kam aus dem Freizeitpark Sottrum, Eulenspiegelpark Sottrum. Die kam daher, auch die Schiffschaukel, die Bounty ist daher und auch die Monorail ist daher. Alles ehemalige Fahrgeschäfte aus Sottrum. Die Parkfläche gibt es heute noch. Stattdessen ist das ein Familienpark, wie es der Name schon sagt, der ganz besonderen Art. Selbst für uns Erwachsene ist das immer wieder toll und es zieht uns auch immer alle ein bis zwei Jahre wieder dahin. Also du hast keine Fahrgeschäfte, abgesehen von Tretbooten und so weiter oder Flöße und was weiß ich. Floße? Flöße? Was sind die Mehrzahl von Floß? Ich weiß es gerade nicht. Entschuldigung. Und dann hast du aber, also wenn du reinkommst in den Park, hast du einmal so linkslastig ein großes Areal um den See drumherum. Du kannst aber auch rechtslastig einen steilen Berg nach oben laufen. Und da ist der Park noch lange nicht zu Ende. Da kommt nämlich der Bauernhofbereich, die Gastronomie und ganz hinten noch eine riesengroße Spielwiese mit Experimenten, mit Grillstationen, mit einem Segelflieger, den sie da hingestellt haben. Und hinten noch ja so Buschlabyrinth und ein großer Spielplatz. Klasse. Aber du musst da ganz schön kraxeln. Halali. Und noch weiter darfst du dann nicht gehen. Da kommt dann nämlich so ein Campingplatzbereich. Ich meine aber, da sind irgendwie so Dauercamper. Ja. Und die können quasi dann, weil sie sich ja ganz oben befinden, richtig von oben auf diesen Park herabgucken. Genial angelegt, wirklich genial. Aber also da ist man schon am Pusten. Das ist richtig anstrengend und mehr als einmal geht man normalerweise auch da nicht hoch und dann kommt man runter und dann bleibt man auch unten, weil es wirklich anstrengend ist. Platz 2 vergebe ich an das Rasti Landsalz Hemmendorf, ein mittelgroßer Freizeitpark, den man nicht unterschätzen darf. Der hat ganz schön expandiert, hat auch große Pläne und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie das hinkriegen, denn dieser Freizeitpark wird permanent immer besser. Und was da mittlerweile alles an Fahrgeschäften fährt, das ist nicht von schlechten Eltern. Leute, wirklich, wirklich viel. Ganze 4 Achterbahnen haben die mittlerweile, eine mega geniale Raftingbahn. Darüber hinaus eine klassische Wildwasserbahn, Marke Eigenbau. Ey Leute, das ist ein ganz eigenes Feeling. So, du musst zur Schiffschaukel beispielsweise auch einen Berg hochkraxeln, da steht sie dann und daneben so ein richtig genialer Dark Ride. Man nutzt diese Höhenunterschiede schon wirklich gut aus, zum Beispiel indem man dann einen Hang runter mit einer Wasserrutsche kann. Man kann natürlich auch laufen, man kann es aber auch einfach rutschen, ist ja auch viel spaßiger. Ja, die Schiffschaukel oben auf dem Berg, sagte ich ja schon. Dann haben wir auch im vorderen Parkbereich einmal diesen klassischen Jahrmarkt, der erhöht liegt. Und wenn du dann weiter zur Kamelreitbahn willst, dann geht es auf einmal bupp, steil nach unten. Ja, also wenn du da mit der Parkeisenbahn fährst, dann kannst du richtig in das Tal der Kamelreitbahn so reingucken. Nicht ganz so extrem wie in anderen Parks, aber halt so verteilt, dass du diese Schrägen nicht vermeiden kannst, um es mal so zu sagen. Deshalb ist er jetzt auf Platz 2. Du kommst nicht drum rum. Du musst diese Schrägen einfach laufen, weil du ansonsten auf zu wenig Areal begrenzt bist. Dann kannst du dich gar nicht bewegen. So, ihr Lieben, mein unangefochtener erster Platz
geht an das Fort Fun bei Bestwig im Sauerland. Wasserfall heißt der Ort, um genau zu sein. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Das Fort Fun ist ein richtig guter, meiner Meinung nach vielleicht sogar unterschätzter Freizeitpark. Aber so nach und nach haben die Leute es gecheckt, was der Park alles kann. Denn auch in einem meiner letzten Videos zum Park Scout Ranking, was heißt in einem meiner letzten, es war glaube ich das letzte Video, ne? Tja, habe ich ja bereits gesagt, dass das Fort Fun doch öfters Einzug in verschiedenste Kategorien des Rankings gefunden hat. Verdient, wirklich. Ein mega genialer Freizeitpark. Aber da geht es wirklich richtig steil bergauf und bergab. Vorne im Park ist noch alles in Ordnung, wobei, wenn du den Park betrittst und nach rechts guckst, kommt ja gleich diese geniale Achterbahn Devil's Mine, die ja auch schon einen Tacken höher liegt. Also wenn du dann da das Fahrgeschäft betreten willst, musst du nach rechts abdriften und läufst schon mal ordentlich nach oben. Wenn du einfach geradeaus weitergehst, dann ist das kein Problem, bis zum Riesenrad ungefähr, und dann geht es auf einmal bergab. Und das nicht zu knapp. Bergab bis ganz nach hinten im Park. Ganz hinten im Park steht die Traktorfahrt, die Marienkäferbahn und ja, die Benzin- oder dieselbetriebenen Autos stehen da. Diese drei Fahrgeschäfte. So, weil du die auch nicht den ganzen Tag fahren willst, bist du gezwungen, irgendwann wieder zurückzugehen, und dann heißt es wirklich Puste bewahren. Es geht steil nach oben und das über ein längeres Stück. Ja, und da der ganze Park schmal und länglich ist, gehst du ja quasi nie so einen Rundkurs. Du gehst ja eigentlich immer hin und her in dem Park. Das heißt, du gehst auch den ganzen Tag nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Das Fort Fun gehört übrigens auch zur Looping Group, genauso wie der Freizeitpark Hellendorn, der Aventurenpark Hellendorn, Entschuldigung. Und wisst ihr, woran man das auch sieht? Also das sieht man, glaube ich, nur, wenn man es dann auch weiß und sich bewusst macht in dem Moment. Die Raftingbahnen sind doch schon sehr, sehr ähnlich. Müsst ihr mal drauf achten. Ja? Also allein schon die Q-Line, wo du an dieser Fahrrinne lang gehst. Und dann auch die Art und Weise, also die Boote sind halt dieselben, das siehst du. Aber auch die Art und Weise der Streckenführung. Du hast dann zwischendurch halt auch diese ruhige Passage. Das heißt, dieser Raftingfluss wird auf einmal ganz breit. Und dementsprechend ist die Strömung da langsam. Du selber schipperst da langsam durch. Es ist eher so ein Wellenspaß in dem Moment. Und dann wird das wieder wie so ein Trichter und du mündest wieder in die Fahrrinne ein. Also diese Elemente haben sie beide, sowohl in Hellendorn als auch im Fort Fun. So ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen. Alle 7 Freizeitparks, die ich hier erwähnt habe, sind außerordentlich empfehlenswert. Das möchte ich nochmal sagen. Aber wie gesagt, falls ihr im Rollstuhl sitzt oder jemanden, der im Rollstuhl sitzt, schieben müsst oder viele Kinderwagen schieben müsst, ist das nochmal eine Information wert, dachte ich mir. Und so hatte ich mal ein skurriles Unterhaltungsvideo mit punktueller Seriosität, um es mal so zu sagen. Ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt total doof fandet oder mal unterhaltsam fandet oder wie auch immer. Ich verbleibe hier erstmal wieder mit einem großen Dankeschön. Ihr habt bis zum Schluss zugeschaut. Bis zum nächsten Video. Ciao.